Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal von Kescherreisen. Ich habe mir eine neue Mission gesetzt und zwar werde ich viele Geocaching-relevante Fragen beantworten. Wie finde ich diese Fragen? Ganz einfach, das zeige ich euch kurz. Es gibt ein sehr, sehr cooles Tool, das heißt Answer the Public. Hier gibt man quasi einen Suchbegriff ein und dann kriegt man hier sämtliche Fragen mit der entsprechenden Präposition. Und die Frage, die ich heute beantworten will, weil ich sie sehr lustig finde, ist Geocaching, was sind Muggels? Der Begriff Muggel ist den Harry Potter Roman entnommen. Und er bezeichnet dort Leute, die nicht zaubern können, also die der Zauberei unkundig sind. Und das wurde einfach aufs Geocaching übertragen. Ein Muggel ist letztendlich jemand, der keine Ahnung vom Geocachen hat. Weißt du, was ein Trackable ist, Stefan? Ein Trackable ist so ein Dings. Ich habe überhaupt gar keine Ahnung davon, was ein Trackable ist. Ich esse auch gerade ein Sandwich. Weißt du, was ein Geocache ist? Nee, überhaupt keine Ahnung. Interessiert mich auch nicht. Das ist ein Muggel. Der hat keine Ahnung vom Geocachen. Es ist ein Mensch, der Zauberei unkennt. Der keine Ahnung hat vom Zaubern und auch nicht vom Geocachen. Muggel. Das ist ein Muggel. So, jetzt wisst ihr also, was ein Muggel ist. Andere Bezeichnungen sind auch Geomuggel, Geomuggel. Je nach Landstrich wird das sehr unterschiedlich ausgesprochen und betont. Es sind einfach Leute, die keine Ahnung vom Cachen haben und denen man möglichst auch die Caches nicht zeigen sollte. Also das bleibt ja alles im Geheimen. Zumindest war das früher sehr, sehr relevant. Ich gehe mittlerweile sehr offensiv damit um. Und ich möchte gerne auch Leute neugierig machen auf dieses Spiel, weil es einfach ein schönes Spiel ist und weil das dieses Geheime, das ist halt eh schon ziemlich lange vorbei. Aber trotzdem sollte man immer beim Cachen aufpassen, dass man nicht versehentlich einem Muggel ein Versteck offenbart, was der dann gegebenenfalls kaputt macht. Ja, das war's. Habt einen schönen Tag. Bis dann.